Morgen euch allen. Es ist Samstag, der 30. Mai, der Samstag vor Pfingsten und ich melde mich wieder mit unserem kleinen Go for Peace Impuls. Und ich weiß, dass sich heute und in den nächsten Tagen ganz viele Leute treffen werden. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien. Zum Teil mit Unterstützung des Internets, zum Teil aber auch in kleinen Gruppen, in Bildungshäusern, zu Spaziergängen, zu anderen Aktionen. Ich wünsche euch alle einen super guten Start. In diese schönen Pfingsttage ist wieder ein strahlender Morgen. Und es geht heute im Evangelium, das sind die letzten Verse aus dem Johannesevangelium, es geht da um die Nachfolge. Und ich lese euch erstmal nur einen Vers vor, vielleicht reicht das schon. Da heißt es nämlich, nach diesen Worten sagte Jesus zu Petrus, folge mir nach. Wenn ich an Nachfolge denke, dann denke ich immer an ein Bild von Ruth Pfau. Das war diese deutsche Lepraärztin in Pakistan und in Afghanistan. Und Ruth Pfau, die musste eines Tages in ein Hochtal in Afghanistan fahren. Und die hatte richtig Bammel davor, weil das so eine gefährliche Piste war. Und dann sind die morgens losgefahren und dann kommen die auf diesen ganz engen Highway, also Highway-Schotterpiste. Zum Teil passte da gerade ein Wagen drüber und dann war etwas Schnee gefallen. Und dann war vor denen schon ein Jeep gefahren und dann hat sie gesehen, dass der Jeep auch an den engsten Stellen immer genau über den Weg noch gepasst hatte. Und das hat sie Nachfolge verstehen lassen. Da hat jemand schon eine Spur gelegt und ich weiß, der ist durchgekommen. Und dann sagte sie, und ich weiß, ich muss nur diesen Spuren folgen. Also folge mir, hört Petrus. Was hat denn Jesus, der ihm das sagt, für eine Spur gelegt? Gucken wir nochmal genauer auf den Petrus hin. Das war ja so ein Bursche, der mit seinem Bruder Andreas und noch mit zwei anderen Freunden, dem Jakobus und dem Johannes, am See Genezareth diesem harten Fischerhandwerk nachgehen musste. Jeden Morgen total früh raus, oft misserfolgt, nichts gefangen. Und dann kommt da dieser Rabbi Jesus und die sind total fasziniert von ihm und denken erst, das ist der große Messias. Und das war er ja auch, aber die hatten eine ganz andere Vorstellung von Messias. Die dachten, der haut mal eben die Römer weg und dann sind wir wieder frei. Und dann machen die ganz viele Erfahrungen mit ihm, diese Hochzeit zu Kana. Da merken sie, wie Jesus diesem jungen Paar hilft, dass das Fest nicht schief geht, dass die genug Wein haben. Dann, dass auf einmal Kinder und Erwachsene, die krank waren, wieder aufstehen können und wieder gehen können. Dass auf einmal Ausgestoßene wieder in die Mitte reingenommen werden. Sie machen total viele Erfahrungen und als Petrus richtig viel Angst hat, dann merkt er auf einmal auf dem See, es wird stürmisch, Jesus liegt im Boot, dann kann er sogar dem Sturm gebieten und der Sturm legt sich. Und dieser Jesus, dem sie gefolgt sind, der war auf einmal tot. Und jetzt, dann, was sollte Petrus machen? Dann ist er wieder weg von Jerusalem, 4-5 Tagesweisen in Reisen in den Norden an den See Genezareth. Und was sagt er dann da? Ich gehe wieder fischen. Also zu Deutsch, irgendwie hat es das nicht gebracht. Ich mache wieder das, was ich immer gemacht habe und das, was ich kann. Und dann fangen sie nichts, er mit seinen Freunden, weil die sind alle mitgekommen, fischen. Und dann steht da dieser Unbekannte, Jesus, am Ufer und sagt, fahrt nochmal raus. Und dann dieser riesen Fischfang. Und Petrus kapiert, das ist Jesus. Und er springt ins Wasser und schwimmt auf ihn, der am Ufer steht, zu. Dann essen sie zusammen und dann hört Petrus dreimal diese Frage, liebst du mich? Und nochmal, liebst du mich? Und dann nochmal. Und dann erinnerte sich natürlich, dass er Jesus dreimal verleugnet hat. Ich kenne den nicht, hat er gesagt. Also da war eine richtig lebendige Beziehung, dann war Jesus tot. Und jetzt merkt Petrus auf einmal, der lebt wieder, der ist da, der ist mit uns. Und der, der tot war und wieder lebt, sagt ihm, folge mir. Also was hat Jesus für eine Spur gelegt? Der hat die Spur gelegt, immer sein Leben zu schenken. Also gib dein Leben jetzt. Das hat er eigentlich immer gelebt. Give your life now. Und das ist eigentlich der Impuls für den heutigen Tag. Wenn wir Jesus heute folgen wollen, dann kommt es darauf an, dass wir unser Leben geben. Das ist ein großes Wort, aber das muss ich immer konkret im Jetzt tun. Also gib dein Leben jetzt. Give your life now. Also, wenn ihr vielleicht spazieren geht, dann schenkt dem anderen jetzt dein Ohr. Oder wenn ihr Fußball spielen geht, dann versucht die anderen alle mit reinzunehmen. Gib so dein Leben jetzt. Oder wenn ihr am Kochen seid. Oder wenn ihr ein Spiel macht.
oder wenn es eine Erfahrung zu erzählen gilt. Gib immer dein Leben jetzt. Das ist die Spur, die Jesus gelegt hat. Und das ist die Spur, der wir nachfolgen können, um in der Nachfolge mit ihm unterwegs zu sein. Und dieses große Wort, gib dein Leben, also im Sinne von Lebensentscheidung, das werden wir dann irgendwann verstehen, wenn wir das ganz oft kleinschrittig gelebt haben. Also, gib dein Leben jetzt. Give your life now.